Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Nach einer blamablen Leistung gegen den Boss in der letzten Folge scheint Impa mit uns reden zu wollen. Vielleicht auch nicht, wir gehen einfach weiter. Das ist immer die sinnvollere Idee. Hallo Impa, was willst du? Sie steht bestimmt nicht zufällig so rum, dass sie... Leute... Lennerstadt, Nairus Haus, Zelda kommt, Zelda kommt! Oh je, oh je, oh nein... Alter, Zelda, hier ist gerade alles im Arsch. Du kannst jetzt nicht herkommen für einen königlichen Tee. Das geht... Oh. Die ist so blöd, die wird auch nur wieder entführt. Mann. Strohni, gut abgefasst. Ich stehe hier nicht zufällig rum. Ich warte schon seit 10 Tagen, dass du kommst. Verdammt, wo warst du denn nur? Bist du blöd? Diese Taube verkündete mir, dass Zelda auf dem Weg nach Lüderstadt ist. Ich kam hierher, um sie zu treffen. Doch dann... Eine Tragödie vor meinen Augen erschien, ein rotes Monster unten am Zelda mit. Es ist zum Turm geflohen, was soll ich nur machen? Stroh ohne Eva auf mich so böse anzugucken. Zelda steht für die Hoffnung der Welt. Wenn ihr etwas zustößt, dann gibt es keine Rettung mehr. Du musst sie retten. Bitte, rette sie. Nö. Du bist ein Arsch. Du bist ein echtes Arschloch. Wetten, dass ich da jetzt nicht mehr rein darf oder so. Oh, shit. Eine Schildkröte ist rasant im Vergleich zu dir. Nun ist es zu spät, Stroh oder I. Warum guckst du mich so böse an? Du hast mir in Holodrom einen Gefallen erwiesen. Ich habe die Prinzessin, die du suchst. Du glaubst tatsächlich, sie retten zu können. Versuch es. Haha! Oh Gott, warum? Oh je. Weiche meine Attacken aus und komm her, dann kannst du deine wunderhübsche Prinzessin in Empfang nehmen. Doch das werde ich zu verhindern wissen. Okay, wir spielen jetzt scheinbar Mario. Das war knapp. Ja, genau. Hier kommt keins hin. Ich komme da nicht hoch, verdammt. Ja, wie mich das einfach getroffen hat angeblich. Ah, denke ja nicht, ich gäbe mich geschlagen. Auf Wiedersehen. Was? Danke, dass du mich gerettet hast. Geile Musik. Geile Musik gefällt mir sehr gut. Ich bin Zelda. Du bist Stroh-Oni. Warum guckst du mich so böse an? Ich wusste es vor dem ersten Augenblick an. Ich meine vom ersten Augenblick an. Nimm dies als Dank für meine Rettung. Wir erhalten einen Ring. Lass ihn später schätzen. Komm, lass uns nach draußen gehen. Wir beide in diesem ganz dunklen Zimmer alleine machen mir etwas Angst. Hallo, ich habe Zelda gerettet. Du bist gesund. Ich war so in Sorge. Warum? Du bist so allein an solch einen gefährlichen Ort gekommen. Bist du eigentlich blöd oder so? Es tut mir leid, dass du wegen mir in Sorge warst. Damit meine ich meinetwegen. Wegen mir ist kein gutes Deutsch. Man sagt meinetwegen. Meinetwegen. Aber ich sah die Zeichen einer Welt voller Qual und Verzweiflung. Dahinschwindend. Stroh ohne I. Dieser böse Blick steht dir nicht. Du solltest lieber lachen. Das Dreieck, und damit meine ich das Triforce-Dreieck, auf deiner linken Hand ist das Symbol eines Helden. Wir dürfen Vera nicht gewähren lassen. Nur du kannst Trin Rovers Pläne zum Scheitern bringen, um die Welt zu retten. Bitte Stroh ohne I mit dem bösen Blick. Vertreibe die Finsternis... Vertreibe die Finsternis... Kraft deiner mächtigen Hand und beschütze dieses Land.
Bitte, bitte. Stroh hat sich die Sache angenommen. Und ich hab nicht ohne ihn gesagt, aber er guckt trotzdem so böse. Ich verstehe das nicht. Es gibt also nichts zu befürchten, nicht wahr, Zelda? Bis auf ein weiteres müssen wir uns in Nairus Haus verstecken und auf Stroh ohne I, der mich so böse anguckt, warten. Stroh ohne I, dieser Blick ist wirklich nicht gesund. Wenn du so weiter guckst, wird sich der Blick verfestigen und guckst du immer so böse. Du bist auf dem Weg in die Berge im Nordwesten. Westlich von hier soll ein Pfad sein. Sei vorsichtig. Tschüss. Stroh ohne I. Wenn du bestehst, dann werde ich dich heiraten. Tut mir leid, ich bin schon mit einem Baum liiert. Du hättest mir auch sagen können, dass du mich hässlich findest. Ich finde dich nicht hässlich, ich würde dich auch heiraten. Aber ich bin offiziell schon liiert. Wenn du kein Problem damit hast, dass ich zwei Ehefrauen gleichzeitig habe, dann können wir darüber diskutieren. Aber ich glaube, normalerweise haben da Leute was dagegen. Okay. So machen wir das. Ich hoffe stets auf deine unversehrte Rückkehr, damit wir heiraten können. Tschüss! Ich kann dich gerne mit einem Baum teilen. okay, so. Komme ich jetzt eigentlich wieder auf diese Insel? Oder ist die jetzt erstmal für mich nicht mehr in Reichweite? Moment, ich bin in der Vergangenheit, bin ich dahin, ne? Ich bin in der Vergangenheit auf diese Insel. Ich will das nur kurz wissen, ob ich wieder auf diese Insel kann. Oder ob das nicht mehr geht. Okay, Waluigi, sag mir mal, was krieg ich denn hier? Du bist zurück! Komm bald wieder! Okay. Boah, du merkst, dass du eigentlich krank bist, wenn ich mal mehr das Waluigi... Okay. Oh, ich guck da böse. Süße, hey. Der schwarze Turm in der Vergangenheit steht kurz vor seiner Vollendung. Furchtbar, das wird geschehen, wenn du dich nicht beeilst. Ich vernehme den Federhaller der Essenzen nahe des Berggipfels im Nordwesten. Kannst du dort nachschauen? Okay, Süße. So. Ich will das trotzdem wirklich einfach kurz wissen, ob ich wieder auf diese Insel komme oder ob ich da jetzt irgendwelche Probleme habe. Wo musste ich da hin? Da, okay. Weil vielleicht ist da was, was ich schon erforschen kann. Wenn ja, will ich das erforschen. Ahem. Hier nach links. Da muss ich hier hoch, ne? Ich denke immer, ich kann einfach durchschwimmen, aber ich kann da nicht durchschwimmen. Und die hat halt echt kein Level 1. Oh nö. Der Mantel war Seasons only. Ah, da steht wieder ein Fluss. Das ist ja praktisch. Nice. Gefällt mir. Was findet sich hier denn so alles? Okay. Eine Bibliothek. Zumindest waren da Bücher. Ein Gasha-Beet, das mir relativ egal ist. Das hatte ich eh schon erforscht. Diese Stelle, ich will es nur kurz nachholen. Soviel zum Thema, beeile dich. Ja. Läuft. Hier. Hier ist nichts. Toll. Ja, genau, Schaden. Okay, alles klar. Ihr mich auch. Sterbe ich halt erstmal, dann kann ich leben. Puh. Also so viel haben wir gar nicht erforscht. Ich würde nur gerne nochmal in diese Höhle rein. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Das ist ja praktisch. Bestimmt kann man da irgendwann durchschwimmen oder so.
Okay, diesmal passiert nichts. Dann ist ja mal gut. Okay, da will ich nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Man kann irgendwann durch diese Strudel durchschwimmen, da bin ich mir absolut sicher. Die Frage ist, wann geht das? Da will keiner hin. Okay, kann ich da links oben noch weiter? Ich weiß, das ist jetzt total doof, dass ich das mache, aber ich will mal kurz die Karte aufdecken. Was ich hab, hab ich. Aber mehr ist hier gar nicht. Wow, ist ja super. Gut, da unten komme ich nirgendwo weiter. Das heißt, ich kann als nächstes mal gucken. Ich zu dieser Höhle schaffe, was es da gibt. Was hier sein soll, weiß ich aber auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich dahin muss. Und zwar wann anders. Wie komme ich dahin? Ja, das sieht gut aus. Na toll. Toll. Da kann ich ja gar nicht hin. Ach, verdammt. Ja, okay, dann fahre ich jetzt wieder zurück und dann, ja. Wir schaffen das schon. Wir fahren einfach wieder zurück und, ja. Den Rest erkunden wir scheinbar irgendwann später, aber hey, das ist schon mal schön, dass wir jetzt diesen Teil der Karte auch noch so weit erkundet haben. Danke, Floß. Tschüss, Floß. War schön mit dir, Floß. Bye-bye, Floß. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück und dann erkunden wir halt, was wir da noch so erkunden können. Wobei mir jetzt eine Feenhöhle echt helfen würde. Ich weiß gerade nicht, wo eine ist. Also erstmal keine Herzen für den Stroh ohne I. Oh je. Gut, dann würde ich mal sagen, jetzt schon, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen und ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. So, jetzt spawn ich kurz hier und dann gehe ich mal einfach hier hin. Jawohl, bis dahin, Servus!